Resident Evil, die wahrscheinlich beliebteste und erfolgreichste Zombie-Gaming-Serie, die es auf dieser Welt gibt. Und das nicht ohne Grund. Die Geschichte hinter Resident Evil, die Charaktere und alles drumherum ist einfach unfassbar gut. Lässt vielleicht mal an manchen Ecken ein bisschen nach und hier ist es vielleicht besser als da. Aber grundlegend ist die Geschichte und die Spiele von Resident Evil sind einfach stark. Und was passiert meistens, wenn ein Spiel sehr populär ist? Irgendwelche Leute kommen daher und denken sich, wir nutzen das aus und machen da einen Film raus. Gleiches ist bei Resident Evil passiert, nur im Gegensatz zu den Spielen sind die Resident Evil Filme, wieso drücke ich das am besten nett aus, nicht so das Wahre. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels der schlechten Resident Evil Filme, denn es kann sein, dass wir demnächst einen sehr, sehr guten und auch vor allem fantreuen oder fanliebenden Resident Evil Film bekommen und darum soll es heute in diesem Video gehen. Heute rede ich mal ein wenig über die Resident Evil Serie, sowohl die Filme, die wir bekommen, als auch die Filme, die wir vielleicht bekommen werden. Aber damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Vor ungefähr 2 bis 3, 4 Monaten war ich in Bezug auf Resident Evil einfach überfordert, überfragt. Denn ich hatte sowohl bezüglich der Spiele als auch der Filme keine Ahnung. Ich wusste, sie existieren, ich wusste, sie gibt es und ich wusste auch, dass die Fanbase dazu sehr, sehr groß ist und auch irgendwie schon sehr kritisch in Bezug auf neue Spiele und Filme. Aber da ich vor kurzem auf ein paar Kanäle aufmerksam geworden bin durch diesen Kanal hier, die auch sehr viel das Thema Resident Evil thematisieren in ihren Videos, habe ich mich auch immer mehr ein bisschen in dieses Thema reingeschaut und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Man kann direkt sagen, die Kanäle, die mich, sage ich mal, zu einem Resident Evil Nerd Einsteiger gemacht haben, sind zum einen Screamfire Germany und Unicorn. Das sind zwei Personen, die quasi hauptsächlich auf ihren Kanälen sehr viel um Resident Evil Stuff machen. Sowohl spielen als auch Trivia-Wissen, Erklärungen und. Und da ich mir diese Videos von den Zweien sehr, sehr oft angeguckt habe, habe ich mich auch immer ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, wie faszinierend Resident Evil eigentlich ist. Und natürlich kam es dann irgendwann auch zu dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, dann setze ich mich jetzt einfach mal mit den Filmen auseinander. Ich kannte die Filme so grob, ich habe mal 1, 2 davon gesehen, aber ich habe mich jetzt die letzten Tage hingesetzt und wirklich mal alle chronologisch der Reihe nach durchgeguckt. Bis zum letzten, der letzte war ja Resident Evil Welcome to Raccoon City, der quasi abseits von der OG Resident Evil Filmreihe war. Fangen wir aber erstmal damit an, was ich von den ganz alten Resident Evil Filmen so halte. Ich sag's mal so, die Filme alleinstehend sind nicht scheiße, aber halt auch nicht gut. Die Filme in Bezug darauf, dass sie im Resident Evil Universum spielen sollen, beziehungsweise auch Resident Evil Charakter enthalten, holy shit, das ist absoluter Rotz, also komplett am Thema vorbeigeschossen. Also die Filme, bis auf ein paar Charaktere und auch in dem Fall nur deren Namen, weil der ihr Aussehen absolut null zutrifft, hat die Serie oder haben diese Filme nichts mit Resident Evil zu tun, außer dass halt auch Zombies rumlaufen. In diesen Filmen wird quasi auch eine neue Geschichte erzählt, die es so meines Wissens nach nicht gab und was ja prinzipiell nicht schlimm ist, aber es wurden halt sehr viele Charaktere reingebracht. Ob es Jill Valentine ist, ob es Chris und Claire Redfield sind, ob es Ada Wong, Albert Wesker und wer auch sonst noch alles dabei war. Diese wurden alle namentlich ernannt, wurden alle auch, hatten auch alle eine Rolle, die ja auch an sich nicht schlecht war, würde ich sagen. Aber halt voll, also in einem deutschen Aufsatz würde man jetzt sagen, Thema verfehlt. Also wirklich, man muss sagen, die Filme sind das dafür, dass sie Resident Evil Filme sein wollen, sind sie schlichtweg scheiße. Wie gesagt, alleinstehend als Zombie-Filme sind sie vielleicht ganz cool. Kann man machen. Aber es gab so viele Momente, die halt einfach keinen Sinn gemacht haben. Viel zu viel Action. Also Resident Evil ist ein Horror-Genre und bei diesen Filmen ist halt kein Horror, sondern einfach pure Action. Pure Explosion, Geballer und das mit, gut, man muss für die Zeit sagen, trotzdem schlechtem CGI an manchen Stellen. Und die Filme basieren mehr auf Fanservice, der halt einfach nur da ist, anstatt dass sie quasi versuchen, sich selbst gut darzustellen. Sie nehmen halt die Namen und Leute rein aus den Spielen, um halt damit quasi zu werben. Und das kommt halt auf Dauer nicht gut an. Ich sag's, wie es ist, man kann sich die Filme echt gut angucken. Also so an für sich vollkommen okay, aber wie gesagt, halt nicht als Resident Evil Film. Bei Resident Evil Welcome to Raccoon City, finde ich, ist es aber anders. Da ist die Story sehr, sehr akkurat, obwohl da auch irgendwie, meine ich, Resident Evil 1 und 2 und 3 irgendwie vermischt sind. Und ich glaube, dass es ja zeitlich nicht hundertprozentig stimmt, aber auf jeden Fall wurde es hier besser gemacht. Es waren halt wirklich die Story, so ungefähr, die ungefähre Story, wie halt in den Spielen. Die Charaktere waren auch da. Wie sie gecastet wurden, boah, absolut scheiße. Also da hat nicht ein Charakter, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe den Schauspieler, ich weiß, wer du sein sollst. Ich kaufe dir aber nicht ab, dass du das bist. Angefangen bei Wesker, über Valentine,
über die Redfields. Keiner, wirklich keiner war gut besetzt. Doch, also einer war vielleicht gut gesetzt und das war Birkin. Der hatte eine gute Besetzung und das sah auch an für sich, war der nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen war auch hier halt mehr auf Action. Es gab zwei, drei Horror-Sequenzen, wenn ich es mal so nennen darf, aber an für sich war halt auch hier wesentlich viel mehr Fanservice dran. Aber der wurde auch kaputt gemacht, indem die Charaktere halt einfach wirklich, man muss sagen, die Schauspieler dafür wurden einfach schlecht gecastet. Es ist wahrscheinlich sehr kleinkariert, aber ein Leon Kennedy muss irgendwie blond oder zumindest hellere Haare haben als der Schauspieler in diesem Film hatte. Das ging halt irgendwie gar nicht. Aber auch an für sich dieser Film sehr, sehr gut gemacht an eigentlich und auch als alleinstehender Film auch super. Nur halt als Resident Evil Film, bisschen. Er hatte zu wenig und vor allem wurde am Ende mit einer Fortsetzung gespielt und wahrscheinlich auch geplant, die es halt einfach Stand jetzt noch nicht gab. Da kommen wir aber direkt mal auf was, weswegen dieses Video überhaupt entstanden ist. Und zwar kam da vor kurzem ein Leak, dass es anscheinend eine Fortsetzung geben soll. Aber das hat sich dann am Ende des Tages leider als Fake rausgestellt, was aber halt auch leider ein sehr guter Fake war, was halt ein bisschen traurig war. Also ich, auch wenn ich nicht hundertprozentig in dieser Resident Evil Materie drin bin, ich bin da immer mehr dabei, auch in die Lore reinzukommen. Es gibt so viele gute Lore-Kanäle, also wenn ihr euch für die Geschichte hinter solchen Sachen wirklich dahinterher seid, kann ich euch einen Kanal empfehlen, Lance Quit Bird Rider. Geilster Name ever einfach. Der Boy macht nur solche Lore-Videos, Trivia-Videos über alles mögliche. Jetzt ist sehr viel Fallout dran, der hat aber auch sehr viel Resident Evil. Da habe ich mich sehr viel informiert. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Man muss sagen, er hat eine heftige Erzählerstimme. Das ist einfach nur krank. Und auch der Content an für sich ist sehr, sehr geil für jemanden, der sich halt wirklich mit so dem Hintergrundwissen von etwas beschäftigen möchte. Aber kommen wir jetzt auf den anfangs erwähnten, hoffentlich zukünftig bestehenden, neuen, guten Resident Evil Film. Und zwar ist das aber ein Fanfilm bzw. ein Community-Projekt von der lieben Melly von, wie schon bereits erwähnt, Unicorn. Seitdem sie dieses Projekt angekündigt hat, ich erkläre euch gleich noch genau, worum es geht, bin ich absolut gehypt darauf und denke mir nur, ich habe so Bock darauf. Das wird so gut, weil es halt auch, man muss einfach sagen, wenn Sachen von Fans gut gemacht werden für Fans, ist es halt immer gut. Sie hat sich selbst auch als Anspruch quasi gestellt, sie möchte, dass dieser Film halt auch wirklich ernst genommen wird und man nicht einfach quasi sehen soll, okay, das ist so ein Fan-Make-Film. Also soll wirklich hochwertig produziert sein. Checkt auf jeden Fall gerne mal ihr Instagram und ihr YouTube und Twitch aus, dazu, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Sie macht auch sonst Gaming auf Twitch und alles Mögliche. Übel sympathische Person. Und ja, sie ist daran, die Story von Lisa Trevor zu verfilmen. Und ich stelle mir das sehr gut vor, weil die Story von Lisa Trevor, für die es nicht einem, ich sag mal, leider in den Spielen nebensächlich erzählter Charakter, würde ich vielleicht, also zu wenig erzählter Charakter, also das Potenzial dazu wurde nicht so wirklich ausgeschöpft. Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall hat sie sich zur Aufgabe gemacht, dazu quasi eine Hintergrundgeschichte oder eine Geschichte zu, einen Film zu machen, zu genau Lisa Trevor. Und ich bin so gehypt und ich kann mir einfach nur gut vorstellen, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Resident Evil Film sein wird. Ich meine, es soll ein Kurzfilm werden, also soll kein volle 120 Minuten, glaube ich, gehen, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber seit Jahren muss man einfach sagen, träumt die Resident Evil Community von guten Filmen zu dieser Serie. Und man muss einfach sagen, die Spiele sind aber auch prädestiniert dazu, verfilmt zu werden. Jedes Spiel baut auf dem nächsten quasi auf. Es gibt sehr viele Ausreißer, die dann absoluten Knicker wegmachen. Ob man die jetzt in Betracht zieht dazu und die auch mit da reinpackt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Resident Evil ist eine Spieleserie, ähnlich wie Assassin's Creed, wo man sich sagt, das Spiel muss man doch eigentlich nur eins zu eins so nehmen und verfilmen. Das wäre perfekt, da gäbe es nichts dran auszusetzen. Und deswegen denke ich, dass wenn sie ihr Projekt so umgesetzt bekommt, wie sie es möchte, wird das sehr viele Resident Evil Fanherzen zum Leuchten bringen, würde ich es mal nennen. Und auch meins, weil ich mich jetzt momentan sehr, sehr viel mit dem Thema Resident Evil auseinandersetze. Und ich habe mir auch schon sehr viele Spiele jetzt mal im PlayStation Store davon gedownt. Ich werde jetzt auch mal alle der Reihe nach mal durchspielen. Habe ich leider noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Aber gut, war einfach bis dato für mich nicht so relevant, das Spiel, die Spieleserie und auch die Filme. Aber das hat sich geändert. Heißt auch, vielleicht kommt hierzu öfter mal nochmal ein Video zu Resident Evil, ob es jetzt auch, zum Beispiel Resident Evil Serie gab es ja auch auf Netflix, die war ja anscheinend wirklich scheiße, so wie ich das von vielen Leuten gehört habe. Ich habe mal reingeguckt und keine Ahnung, mit dem, was ich über Resident Evil wusste, konnte ich da halt in der Serie nichts mit anfangen, aber na gut, ne? Man kann es halt auch irgendwo nicht jedem recht machen. Auf jeden Fall denke ich, für mich wird Resident Evil ein neuer Gaming-Abschnitt auch in meinem Leben sein und auch vielleicht ein neuer Filmgenre-Abschnitt. Wie gesagt, wenn dieser Film über Lisa Trevor da wirklich so kommt, wie sie sich ausmalt, das wäre einfach unfassbar gut, glaube ich. Und
Ja, ich bin absolut gehypt, also sonst würde ich auch dieses Video nicht machen. Und wie gesagt, wenn ihr euch für Resident Evil interessiert und wenn ihr auch absolut Fan davon seid, einen vernünftigen Film zu haben, checkt gerne Unicorn aus, ist auf jeden Fall alles unten verlinkt. Auch Screenfire, auch übel sympathischer Dude, der macht auch sehr viel über Filme, Spiele und Serien. Übel sympathisch, die zwei auf jeden Fall, und sind alles, alle Leute, die ich gerade hier in dem Video erwähnt habe, sind unten verlinkt. Checkt die gerne mal aus, sehr, 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 sehr nette Menschen und auch sehr, sehr gute YouTuber und YouTuberinnen. Auf jeden Fall einen Blick wert, wenn euch hier der Kanal hier quasi auch schon gefällt. Ja, aber ich möchte das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wollte hier einfach mal quasi mitteilen, okay, yo, das halte ich zu den alten Resident Evil Filmen. Das ist meine Hoffnung für neue Resident Evil Filme und das ist der Film, der uns eventuell demnächst erwarten könnte. Wenn ihr auch Resident Evil Fans seid und dieses Video hier gesehen habt und euch das gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von den alten Resident Filmen? Wollt ihr überhaupt neue? Und wenn ja, was wäre so euer Top-Film-Teil? Also welches Spiel würdet ihr am liebsten verfilmt haben, oder wenn ihr euch aussuchen könntet, was genau ihr verfilmt haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, checkt doch gerne mal die anderen Videos aus, guckt euch den Kanal vielleicht mal ein bisschen an und eventuell sehen wir uns ja dann im nächsten Video wieder, dann nach wie vor auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.